Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samaria, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wo ist heute der am Boden liegt, zerschlagen und zerschunden? Heute in Österreich zumindest, in anderen Ländern ist es anders. Ja, dann ist es äußerst selten, dass jemand auf der Straße liegt, weil er von Räubern zusammengeschlagen wurde. Ich denke, die Leute, die am Boden sind, sind heute psychisch kranke Menschen oder zumindest belastete Menschen, die nicht so funktionieren, die vielleicht auch ausgeraubt und geschlagen wurden, halb tot sind, innerlich oder innerlich ganz tot, von ihrer Umwelt, von ihren Familien, von Schicksalsschlägen. Und es ist so, die Seele, wenn die gebrochen ist oder krank, an Ort kann man eingipsen, der wächst wieder zusammen. Mit der Seele ist das nicht so einfach. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der man mit psychisch belasteten Menschen, in welcher Form auch immer, nicht recht umzugehen weiß. Viele haben pseudopsychologische Ratgeberbücher gelesen und doktern da herum in ihrem
Umfeld. Andere wiederum, die sagen, ich habe da keine Ausbildung, da kenne ich mich nicht aus, da ziehe ich mich zurück, weil ich könnte ja einen Schaden anrichten und das vielleicht die Not noch größer machen. Und überhaupt, mich überfordert diese Situation und da gibt es andere, die zuständig sind. Institutionen, Hilfsorganisationen und Behörden. So werden solche Menschen sehr bald irgendwo hineingesteckt, in eine Schublade. Keiner mag recht verantwortlich sein. Und wenn jemand einen Terrorakt vollzieht, dann heißt es sehr bald, der war psychisch krank. Ich denke, damit werden alle, die hier Belastungen haben, diskreditiert. So als ob psychisch kranke Menschen gefährlich sind. Die wenigsten sind es. Und wahrscheinlich sind Gesunde viel gefährlicher, diese kranken Menschen. Ich denke, es ist oft ein Weg des Lernens im Umgang mit solchen Menschen, den man sich auch im Gebet erwirken, ja, schenken lassen muss. Und wie man eben solchen Menschen ein bisschen beistehen kann, auch ein bisschen Öl auf ihre Wunden gießen kann, seiner menschlichen Liebe. Ich denke, einfach im zwischenmenschlichen Kontakt ist vieles möglich. Die Menschen sagen einem es dann auch, wo ihre Bedürfnisse sind. Und wenn sie sagen, so jetzt lass mich, dann kann man das auch glauben, aber es geht darum, dass man keinen Bogen um sie macht, dass man einen Weg sucht. Im Grunde genommen geht es darum, dass man dahinter den Anspruch Gottes sieht, für jemanden da zu sein, der vielleicht sehr leidet und niemanden hat, der ihn überhaupt versteht. Und alleine das Gefühl, man ist nicht ganz alleine. Ich denke, auch wenn man unsicher ist und nicht recht weiß, aber die Hand entgegenstrecken, ein Lächeln, das Gefühl geben, ich blocke innerlich nicht ab vor dir, ich nehme dich wahr und bin zwar selbst unschlüssig, aber du bist ein Mensch, der mich etwas angeht. Es ist der Anspruch Gottes. Der Herr stellt mich wohin, er stellt mich in eine Begegnung. Und eigentlich ist es Ausdruck meiner Liebe zu ihm, dass ich mich darauf einlasse, wenn er es will. Auch wenn ich unschlüssig bin, ratlos und erst im Gebet einen Weg finden muss. In der heutigen Gesellschaft sind wir sehr lösungsorientiert. Wenn ich ein Problem nicht lösen kann, dann befasse ich mich nicht damit, weil das soll der tun, der es lösen kann. Man übersieht, dass es viele Probleme gibt, die man nicht lösen kann. Aber man kann da sein. Nicht, weil man weiß, wie man tun soll, sondern
weil Gott einen hinstellt. Und weil er einem eine gewisse Führung schenkt. Und dafür bereit zu sein. Aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das wäre es, das viele brauchen. Amen. Okay, let's go.